Moin Leute, Travis hier. Wir reagieren ganz kurz auf ein Video von Dave. Das sah sehr cool aus. Ich muss nebenbei essen. Eigentlich spielen wir gerade Clash Royale. Aber das Video wollte ich mir eh angucken. Deswegen gucken wir uns das jetzt an. Insel, auf der in Hochzeiten stündlich über 12.000 Touristen landen. Ich will wissen, wie lebt es sich auf der Insel fernab von Bierhelm, Megapark und Bettenburgen? Was macht es so attraktiv, hier zu wohnen? Und viel wichtiger, wie lebt man günstig versus teuer auf Mallorca, Spanien? Alle denken bei Malle immer nur ultra an Saufen. Ja, Malle hat auch unglaublich schöne Seiten, Anna, unabhängig vom Ballermann, was einfach eine coole Insel ist. Hallo, da seid ihr. Herzlich willkommen in Wohnung Nummer 1, Palma de Mallorca. Falsch, Palma de Mallorca ist die Stadt, ne? Auf Mallorca. Tretet ein. 30 Quadratmeter, voll eingerichtet, absolutes Prachtexemplar, 150 Meter vom Strand entfernt. Im Prinzip genau das, was der absolute Traum für eine Einzimmerwohnung auf Mallorca wäre. Direkt links neben dem Eingang finden wir eine kleine Küche. Komplett voll ausgestattet mit Backofen, zwei Feld großes Kochfeld, Dunstabzugshaube, großer Kühlschrank und so weiter. Und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit schon, warum bin ich alleine da und nicht mit Makler? Alle Makler, die wir angefragt haben, haben entweder keine so kleinen Wohnungen in der Vermietung gehabt, weil wir probiert haben, deutschsprachige Makler zu finden, oder mieten. Ich dachte so hotelmäßig übernachten. Er will da, ja gut, da steht auch Leben, ne? Da steht ja nicht übernachten. Da steht auch nichts von Hotel. Warum dachte ich das? Warum dachte ich günstiges Hotel gegen teures Hotel? Der will da wohnen. Und kaufen deutlich, deutlich größer, also im Sinne einer Finca, einer Villa, wozu wir ja später im Video kommen. So eine kleine Wohnung konnte uns kein deutscher Makler, den wir angefragt haben, organisieren. Und deswegen mussten wir auf ein Airbnb ausweichen, haben aber trotzdem alle wichtigen Daten und Fakten mit dabei. Die Wohnung könnte de facto nicht weiter von der Schinkenstraße und Schlagerpartys entfernt sein. Im Norden der Insel dreht sich in der ältesten Stadt Mallorcas, Alcudia, alles eher um Natur, Kultur und alles wird etwas entspannter angegangen. Und das spiegelt sich auch in der Wohnung wieder. An der Küche vorbei geht es raus auf unseren tatsächlich ziemlich großen Balkon. Also wir haben eine Menge Platz, so viel Platz, dass wir ihn eigentlich gar nicht so richtig brauchen. Aber eine Sitzmöglichkeit für zwei Personen, um Wein zu trinken oder Essen, was man sich im Takeaway geholt hat. Da vorne eine Gewächsanbau, das nicht bebaut ist, weil sich die Airbnb-Leute natürlich nicht darum kümmern würden. Keine Aussicht aufs Meer und direkt hinter der Kamera ein bisschen Wassersportkram, den man sich kostenlos mitnehmen kann zum Meer. Und nicht besonders hübsch, aber sehr funktional, unsere Klimaanlage. Drinnen geht es weiter mit ordentlich Platz. Also wir haben wirklich genug Platz, um uns frei zu bewegen. Einen Sessel, der etwas random steht, und einem zweiten Sessel, der auch etwas random steht. Einen kleinen Essbereich für zwei Personen, das reicht allemal. Insgesamt finde ich, ist es tatsächlich ganz schick ausgestattet. Und bevor ich euch das Badezimmer, den Schlafbereich und den Schrank zeige, hat uns der Vermieter gesagt, dass er glaubt, dass diese Wohnung ungefähr so eingerichtet, wie sie ist, in der Langzeitmiete bei 1.100 Euro liegen würde. Was komplett geisteskrank ist. Es hängt natürlich aber auch immer von der Saison ab. In der Sommerzeit ist so eine Wohnung, und ich übertreibe nicht, wahrscheinlich in dieser Lage im Norden, nicht mal ganz unten, wo ihr mit euren Fußballvereinen in den meisten Fällen hinfahrt, macht diese Wohnung im Monat wahrscheinlich sowas wie 3.500 Euro Umsatz über Airbnb, über Booking, über irgendwelche Vermietungsplattformen, was völlig geisteskrank ist. Aber so ist es nun mal. Im letzten Jahr alleine sind die Mieten auf den Balearen im Durchschnitt 14,5% gestiegen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist nur der Durchschnitt. Am krassesten getroffen hat es Santania und Andratx, aber auch Alcudia ist mit 28% Mietanstieg im letzten Jahr wirklich krass dabei. Nur mal so zum Vergleich. In Deutschland ist der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter bei 8,90 Euro. Will man aber in Alcudia eine Wohnung mieten, bezahlt man durchschnittlich 13,20 Euro und in Andratx sogar 16,50 Euro. Also Alcudia ähnlich teuer wie Köln und Andratx fast so teuer wie München. Das alles natürlich aus dem Grund, dass gerade im Sommer super viele Touristen kommen und genau solche Wohnungen, wie wir jetzt auch, gerne in Strandnähe mieten wollen. Der Durchschnitt der etwas mehr als 900.000 Einwohner von Mallorca verdient etwa 22.000 Euro brutto im Jahr. Und denkt man dabei an die Eindrittelsregel, also das Verhältnis von Gehalt zu dem, was man an Miete zahlt, gibt es hier ein krasses Missverhältnis. Und euch erklären, warum das so ist, muss ich glaube ich nicht. Einbauschrank, wie man es eigentlich mittlerweile, muss ich sagen, weil ich ja schon einige Videos dazu gedreht habe, aus jedem Land gewohnt ist. Die armen Leute auf Mallorca, die leben zwar komplett von dem ganzen Tourismus und so weiter, aber da kommen einfach ultra viele Leute aus dem Ausland, kaufen da die Wohnungen wie Sau, vermieten das dann weiter auf Airbnb, treiben die Preise ultra in die Höhe, aber selber, wenn du da wohnst auf Mallorca, verdienst du ja gar nichts. Krass, wie Sylt, stimmt. Außer aus Deutschland. Holz, beiger Stein, weißer Boden, weiße Küche. Einrichtung gefällt mir ziemlich gut und man merkt, dass es gerade frisch gemacht wurde. Ein Doppelbett, ja,
Es ist ein... Aber dafür auch wiederum cool, wenn du da eine Bude hast für 100.000 und auf einmal kostet die 300.000 und du verkaufst die, auch cool. Doppelbett, bequem ist es nicht unbedingt. Nein, das ist steinhart. Es ist steinhart, aber es ist ein Bett. Es wäre im Zweifelsfall dann eben das, womit man in einer eingerichteten Wohnung in der Langzeitmiete leben müsste. Gut wäre das für den Preis allerdings nicht. Und daran vorbei geht es ins Badezimmer mit Waschmaschine, mit nahezu bodentiefer Dusche. Also eigentlich nicht, wir haben so 10 cm Absatz. Aber wenn das hier schon so schick und sauber und toll und begeisternd ist, wie sieht es dann wohl in der großen, in der teuren Immobilie aus? Für die wir aus dem Norden komplett in den Süden fahren müssen. Malle ist tatsächlich gar nicht so klein, wie man das vielleicht denken würde. Ungefähr viermal so groß wie Madeira. Es gibt überall Autobahnen und so weiter. Und das Wetter ist endlich Malle-typisch wieder perfekt. Wir schauen uns jetzt ein absolutes Prachtexemplar an. Lass uns starten. Super. Auf der anderen Seite der Insel, einen Katzensprung von der Hauptstadt Palma entfernt, liegt diese Villa in der Region Calablaba. Und obwohl wir augenscheinlich in direkter Schlagdistanz zum Ballermann sind, so dass man meinen könnte, direkt auf der Performance von Knossi und Marc Eggers im Megapark zu sein, wurden wir überrascht. Also wir haben hier ein freistehendes Haus mit 400 Quadratmetern Wohnfläche, aber eine Besonderheit, wir haben das Ganze aufgeteilt auf zwei Etagen. Und neben dem Eingang hier zu Fuß gibt es natürlich eine große Einfahrt für Autos. Genau. Zwei Autos haben in der Garage auch noch Platz, da kommen wir gleich auch noch zu. Genau, die kann man von innen auch betreten, wenn man ankommt, wenn man Lebensmittel oder so hat, dass man direkt durchgehen kann. Mega, also ans Haus angeschlossen, ist richtig gut. Hier befinden wir uns im ersten Wohnbereich mit einer kleinen eingebauten Küche. Es ist groß, es ist toll angelegt, also alles, was man braucht. Wie viel Schlafzimmer, wie viel Badezimmer haben wir in diesem Haus? Wir haben hier 4 Schlafzimmer, 4 Bäder, 2 Wohnbereiche, eigentlich auch 2 Küchen. Und das können wir uns auch gleich anschauen. Wir haben meistens Bad en Suite, dass jedes Schlafzimmer. Aber das ist nur teuer. Das ist nicht das teuerste auf Mallorca. Ne? Auf Mallorca gibt es auch irgendwie eine Finca für 38 Millionen oder sowas. Ne? Zumal auch sein eigenes Badezimmer hat, teilweise noch mit Ankleidezimmer. Also eine schöne Privatsphäre für jeden. Das hier ist der besagte Eingang aus der Garage direkt ins Haus, von dem du gesprochen hast. Korrekt, genau. Da kann man dann in die Garage reinfahren, wenn man was zu tragen hat, Lebensmittel etc. Ja, eine Garage, ne? Aber eine gut ausgestattete Garage mit einer Menge Einbauschränken. Ja. Gehen wir hier einmal rum. Vorsicht, hier sind 2 Treppen. Hier haben wir ein Schlafzimmer mit Bad en Suite. Alles dabei. Einbauschränke haben wir hier ja meistens, ist das ja in Spanien so, dass man diese Kleiderschränke tatsächlich als Einbauschränke hat. Man braucht nicht separat noch irgendwas zu stellen. Das macht natürlich schon einiges her, wenn einfach nicht viel extra Zeug im Raum rumsteht. Dann kommt man rein, es ist ein Raum und kann sich den so gestalten, wie man möchte. Vorm Essbereich, riesen Schiebetüren, allgemein unheimlich viel Glas. Ja. Und das hat auch seinen Grund. 300 Sonnentage im Jahr können ein guter Grund sein, hier auf die Insel zu kommen, sind aber eben auch ziemlich heiß. 300 Sonntage, oft ist es doch so, dass auf Malle auch einfach mal Scheißwetter ist, auch in der Hauptsaison, dass es mal 3 Tage regnet und sowas, ne? Verglichen mit den Kanarischen Inseln zum Beispiel. Natürlich mehrere Aufgänge, vor dem Haus, hinter dem... So safe hast du das nicht, dass da geiles Wetter ist. 65 Tage keine Sonne, ja, denkt man nur im Winter, aber kann auch mal im Sommer hitten. Im Haus, überall, das hier ist jetzt der Eingang von Straßenseite. Und jetzt schaut euch das an. Ist ja eigentlich im Grunde, sag ich mal, so ein bisschen wie unten. Ich habe dieses Office. Also, es ist auf jeden Fall eine coole Wohnung, aber es ist auf gar keinen Fall das teuerste. Da gibt es natürlich noch viel, viel krassere Sachen auf Malle. Also ganz ehrlich, Unges Roomtour war heftiger. Ist halt nichts Besonderes, to be honest. Ja, also kein Witz. Unges Roomtour, wo der fucking wohnt, war krasser. Ein Wohnkonzept. Hab hier natürlich meine, ja, mega Küche, wo einem einfach immer das Herz so ein bisschen höher schlägt, wenn ich nämlich hier koche. Also kochen mit Meerblick ist doch irgendwie richtig, richtig cool, ne? Und neben der Küche haben wir einen großen Essbereich, der Platz für 8 Personen. Wenn man sich ein bisschen eng zusammensetzt, vermutlich auch noch ein paar mehr. Im Wohnbereich. Und hier links geht es vermutlich in die Schlafzimmer. Genau, Master in den Schlafbereich. Sollen wir uns das anschauen? Sehr gerne. Mega. Okay, so, dann sind wir hier einmal links im ersten Schlafzimmer mit Bad en Suite. Ja, schickes kleines Zimmer. Vermutlich wäre das ein Kinderzimmer. Genau.
Richtig schick. So, dann haben wir hier noch ein anderes wunderbares Schlafzimmer. Wenn ich morgens aufwache, kann ich auch direkt wieder den schönen Meerblick genießen. Und das ist Master Bedroom. Genau, und das ist Master Bedroom. Sieht man ja schon, hier habe ich eine schöne Einbaugeschichte noch für die Garderobe, obwohl ich in dem anderen Schlafzimmer auch noch was habe. Ein Wahnsinns-Badezimmer. Schön groß, schön geräumig. Und Badewanne mit. Kann ich auch noch genau in der Badewanne sitzen und kann auch noch aufs Meer gucken. Genau, hier haben wir dann Schlafzimmer Nummer 4, auch mit einem Ankleidebereich. Richtig, richtig. Mich interessiert, was das kostet. Platz für Gäste, Kinder. Deko und Einrichtung sieht so aus, als wäre es auf Amazon bestellt. Ja, aber auch in dem Chat gesagt, Einrichtung feiern sie nicht so. Schwiegereltern, wer auch immer zu Besuch kommt. Und das ist der, was ich am Anfang sagte, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt. Du bist in einem Haus, aber du hast ja tatsächlich wie zwei separate Wohnbereiche. So, und wenn jetzt auch wie die Eigentümer, sag mal, wenn ich schon größere Kinder habe, ältere Kinder. Das Highlight. Das ist natürlich. Okay, die Außenanlage ist natürlich krass. Die ist krass. Es ist wirklich geschmackvoll zusammengestellt. Mhm. Ne? Also von den Materialien, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Holz, Weiß, Glas, graue Fliesen, heller Pool, Fußballplatz. Diese Schattierung gefällt mir unheimlich gut. Ja, ja. Und jetzt aber zur alles entscheidenden Frage. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Köln. Fußballplatz ist gut random, oder? Wer kauft sich diese Bude und braucht einen Fußballplatz? Mal angenommen, du hast meinetwegen hast du zwei Kinder. Und dann nehmen wir nochmal an, unten in dem Gästezimmer lädst du nochmal Freunde ein, die haben auch noch ein Kind oder so. Du kriegst ja niemals ein Fußballspiel zusammen. Und selbst wenn, spielst du ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 1 oder irgendwie, weißt du? Du bist ja nicht mit den Leuten auf der Insel irgendwie befreundet und lädst dann da alle ein, dass sie da kicken können. Also wie kriegst du denn, oder? Köln, ich arbeite. Das sieht aus wie so eine Influencer-Villa. Ja, das würde gehen. So, wenn das so eine Influencer-Villa ist, wo da jetzt sowieso 10 Leute wohnen, irgendwie vom E-Sports-Team und die kicken dann mal, das geht klar. Von dort und denk mir, ach, ich nehme vielleicht alle Jungs, die mit mir arbeiten, einfach mit. Ich kann mir vorstellen, dass zum eine Fußballmannschaft die nach der Saison auf Malle ist. Wo landen wir bei dieser Immobilie jetzt konkret? Oder kannst du uns eine Preis-Range geben? Ja, ich würde sagen, dass du, wenn du sowas mietest, irgendwo zwischen 11, 12, 13, 14.000 Euro im Monat bist. Vermutlich mit Recht, aber etwas zu hoch für mich momentan noch. Das Ding ist, man zahlt in Calablava die direkte Nähe zum Flughafen. Das ist ja gestört, das fühle ich überhaupt, also so krass fand ich die Bude jetzt nicht. 14.000 im Monat? Das ist ja viel zu teuer. Affen zu Palma und die Sicht auf die Playa. Die Außenanlage, cool, Pool und Platz und so, aber auch das Schlafzimmer hat mich jetzt nicht ist das ein gutes Schlafzimmer? Leute, ihr dürft es nicht falsch verstehen, das ist ein super geiles Haus. Aber 14.000 Euro im Monat? Was ziemlich geil ist, keine Frage. Aber mir wäre es das Geld nicht wert. Ich glaube, ich würde... Im Vergleich zu New York gut? Ich finde sogar im Vergleich zu New York teuer, oder? Die halbe Stunde Extrafahrt vom Flughafen in den Norden auf mich nehmen, um deutlich günstiger und deutlich ruhiger... Das sind fast 500 Euro pro Nacht. ...ruhiger zu leben. Keine Frage, es gibt bestimmt Leute, denen das unheimlich viel wert ist. Was sagst du denn, wie viel? Ich hätte jetzt gesagt, 7.000, 8.000 im Monat. Ja, 8.000 im Monat. 8.000, 7.000 bis 8.000 im Monat hätte ich gedacht. Aber das Doppelte, 14.000 Euro im Monat? Also offensichtlich, weil genau diese Bauplätze unheimlich viel Geld kosten und die Häuser und Wohnungen eben auch. Aber ich würde mich im Norden, glaube ich, etwas wohler fühlen. Das Haus an sich finde ich aber unglaublich nice. So viel Platz zu haben, einen eigenen Garten, einen eigenen Pool und einen Fußballplatz, ist schon was ganz Besonderes. Und natürlich nicht zu vergessen, auch 400 Quadratmeter Wohnfläche. Es bleibt ein schöner Traum und hoffentlich gutes Entertainment für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns nächste Woche zu Porsche Trader wieder. Macht's gut. Was zahlst du denn hier? Also ich bin ja ein Airbnb, aber ich glaube, wenn du hier monatlich mietest, zahlst du noch nicht mal 10.000 hier. Ich glaube, die Monatsmiete hier von der Bude, das ist das, 110 Quadratmeter, aber ist auch im 70. Stock in fucking New York. Ist das nicht die teuerste Stadt? Gästezimmer, Schlafzimmer, zwei Bäder, geiles Wohnzimmer. Die Bude hier ist schon sehr geil. Das ist auch kein Pool. Ja, kann man nicht vergleichen. Aber 14.000 finde ich auch echt, das ist krass. Das ist echt krass. Heftig. Aber geiles Video von Dave, der macht immer geile Videos.